Servus, ich habe ihn bekommen, den neuen Nike Zoom Vaporfly 3, die erste Generation jetzt, wo sich nochmal deutlich was geändert hat zum ersten und zum zweiten hin. Man sieht, die Sohle hat sich komplett verändert von der Optik her. Man sieht hier ein bisschen die Carbonplatte durch, ebenso unten in der Sohle. Die Sohle hat sich ebenso verändert. Hier sieht man jetzt auch das Sohlendämpfungsmaterial durch. Hier schön knalliges Orange. Hinten, das hat sich verändert. Das ist so ein bisschen auch alles aufgeschichtet. Genau. Das Obermaterial sieht man hier. Das sind echt große Löcher. Sprich, das wird richtig gut temperiert sein, der Schuh. Die Schnürsenkel sind vom Alphafly. Das Dämpfungsmaterial ist ähnlich hart zu den Vorgängermodellen vom ersten Gefühl her. Ebenso ist er ähnlich steif, da lässt sich jetzt auf den ersten Blick nicht viel dazu sagen. Ich bin echt gespannt, wie der Schuh sich laufen wird. Es fühlt sich gut an, habe ihn leider erst nur in einer 47,5 bekommen und nicht in einer 47. Aber der Schuh lässt sich trotzdem gut tragen. Bin echt gespannt, was der Schuh liefert. Genau, nochmal hier von hinten. Das sieht echt heiß aus, der Schuh. Mal schauen, ob er das auch verspricht, so wie er ausschaut. Also, ich lasse euch wissen, wie der Schuh so ist. Servus, ciao.